Die PS Vive 2 ist eines meiner Lieblings-PC-VR-Headsets. Tatsächlich. Es macht einfach Spaß, damit ja, Half-Life Alyx zu spielen oder Arizona Sunshine oder Rhythmusspiele und so weiter und so fort. OLED, das schöne große FOV und auch die guten Controller mit dem guten Rumble. Jawohl, das ist alles richtig gut. Aber das Ganze kann noch viel besser werden mit gutem Zubehör. Und ihr seht schon, ich habe hier die PS Vive 2 ziemlich modifiziert. Und in diesem Video werde ich euch einfach mal genau erklären, was ich denn hier für Mods habe. Ihr seht schon, ich habe andere Kopfhörer, ich habe ein anderes Headstrap und natürlich habe ich auch wieder Linseneinsätze. Also, lasst uns mal darüber sprechen. Es geht los beim Audio. Bei der PS Vive 2 sind zwar In-Ear-Kopfhörer dabei, aber gut, das ist eine Lösung, die ist in Ordnung, aber die ist nicht perfekt. Ja, erstmal ist der Sound nur so okay und dann immer sich die Dinger reinfriemeln müssen, bevor man spielt, ist nicht so ganz mein Ding. Und deswegen habe ich hier diese Kopfhörer dran. Das sind die Globular Cluster PH2 Kopfhörer, kosten um die 50 Euro und ja, die sind wirklich gut. Die sind für die PS Vive 2 gemacht. Man kann sie einfach hier dran klemmen und damit hat man eine super Audio-Lösung, die sofort drauf ist, wenn man die PS Vive 2 aufsetzt. Das ist genau das, was ich viel lieber mag und meiner Meinung nach sollte das bei jeder VR-Brille dabei sein. Einfach guten eingebauten Sound und mit 50 Euro macht man nicht viel falsch und wichtig, sie klingen auch richtig gut. Ja, also es ist nicht so, ja, dass man sich jetzt denkt, oh mein Gott, für 50 Euro bekommen wir jetzt nur Schrott. Nein, ich finde den Sound richtig gut. Man kann damit alle möglichen Musikspiele, Rhythmusspiele spielen, aber auch ja, Abenteuer wie Half-Life Alyx und so. Das passt alles und meiner Meinung nach ein Must-Have für die PS Vive 2. Und ja, wie ihr seht, das passt auch von dem Design her. Ne? Die Farbgebung, genau richtig, passt super zur PS Vive 2. Also, das ist schon mal gut und damit haben wir schon mal Audio abgedeckt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zum Bild und ja, auch zum Komfort interessanterweise. Also, ihr wisst, die PS Vive 2 Linsen, das sind Fresnel-Linsen, die haben nur einen recht kleinen Sweet Spot. Man kann reinkommen in den Sweet Spot und dann ist auch alles in Ordnung. Nur, man muss aber auch drin bleiben im Sweet Spot. Ich fand das Original Headstrap auch schon in Ordnung, aber viele von euch haben gesagt so, nee, da kommt man doch recht leicht raus aus dem Sweet Spot, weil man das nicht wirklich so richtig schön befestigen kann am Kopf. Ja, es ist wohl so, dass einige von euch der Meinung sind, dass es immer noch recht hin und her wackelt, recht einfach hin und her wackelt. Und ja, auch Globular Cluster, die bieten da meiner Meinung nach eine der besten oder vielleicht sogar die beste Lösung an, um das Headstrap der PS Vive 2 besser zu machen. Und zwar heißt das Globular Cluster CMQ3 und das kostet auch so um die 50 Euro oder 55 oder 60 Euro, so in dem Bereich. Ja, ich verlinke das unten in der Beschreibung des Videos. Und ja, da wechselt man nämlich hier hinten dieses Teil hier aus. Hier, das hier. Das sieht dann so aus. Das ist hier jetzt so ein Silikonteil und die geben auch noch andere Materialien dabei. Das heißt, wenn euch diese Silikondinge nicht gefällt, dann könnt ihr auch einen Stoffkopf-Hinterteil benutzen. Aber ich persönlich mag dieses Silikonteil sehr gerne. Ja, das ist sehr schön geformt. Das passt sich dem Kopf super an und das Ganze ist so super stabil, wenn ihr das hier dann anbringt. Und auch hier vorne für die Stirn auch hier dieses Teil hier. Das kommt dann auch in verschiedene Materialien. Ich mag dieses Material sehr gerne. Und für den Preis ist das super, noch bequemer als Original. Und ja, das Ganze ist so fest, dass man 100% in diesem Sweet Spot drin bleibt. Ja, das heißt, ihr habt den Komfort verbessert und ihr habt auch euer Bild verbessert, weil ihr eben so schön in dem Sweet Spot drin bleibt. Super wichtig.
Und dann natürlich auch ganz wichtig als drittes Zubehör, wenn ihr Brillenträger seid wie ich, dann braucht ihr auf jeden Fall auch gute Linseneinsätze. Ja, damit ihr eben keine Brille tragen müsst in VR. Denn ja, mit einer Brille erstmal kann es sein, dass das FOV kleiner wird, ne? Weil der Rahmen zum Beispiel im Weg ist oder sowas. Und natürlich wollt ihr auch eure Originallinsen nicht zerkratzen. Denn das kann sehr einfach passieren, wenn man die Brille in VR trägt. Ich kann euch die Hons VR Linseneinsätze empfehlen. Hons ist Kanalpartner, wie ihr wisst. Aber nicht nur deswegen kann ich es euch empfehlen, sondern auch, weil die Top-Qualität bieten. Ja, für $49 schicken die euch das nach Deutschland und zwar super, super schnell mit einer richtig hohen Qualität. Und alle Linseneinsätze, die ich bis jetzt von Hons VR hatte, sind super gewesen. Von der Qualität her fantastisch, von der Schnelligkeit der Lieferung unglaublich schnell und ganz wichtig, und das habt ihr auch in den Kommentaren immer wieder bestätigt, der Service von Hons VR ist top. Wenn mal irgendwas nicht passt, ja, sie schicken sofort neue raus. Oder auch schon bei der Beratung, wenn ihr Fragen habt vorher, sie antworten super schnell. Und dementsprechend ist Hons VR eine meiner Lieblingsfirmen in dem Bereich. Und ich bin froh, dass ich mit ihnen zusammenarbeite. Ja, habt ihr jetzt schon gesehen, wie das Ganze bei euch ankommt. Ne, und alles super Qualität und ja, ich bin sehr froh und glücklich über meine Hons VR Linseneinsätze und zusammen in dem Paket, wow, das ist ein wirklich tolles Headset. Natürlich, wenn ihr die PS VR 2 sowieso schon hattet, holt euch das Zubehör hier und dann wird es noch besser. Und ja, für die Hons VR Linsen habe ich fast vergessen, wenn ihr beim Auschecken Code MRTV angebt, bekommt ihr nochmal 5% runter. Ja, von dem schon wirklich guten Preis von $49,95 für die beiden Linseneinsätze. Das ist ein Top-Preis, also richtig, richtig gut. Und was ich gerade sagen wollte, wenn ihr PS VR 2 schon habt, holt euch auf jeden Fall das Zubehör. Wenn ihr momentan noch darüber nachdenkt, ob ihr euch eine PS VR 2 holen solltet, für PC VR zum Beispiel, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Holt sie euch aber lieber gebraucht, nicht zum Originalpreis, ne, denn das ist schon ein bisschen teuer. Kann man auch andere Headsets bekommen schon oder eine Quest 3. Quest 3 sollte sowieso jeder haben, aber dementsprechend für PC mit OLED und größerem FOV, ja, es kann definitiv schon eine PS VR 2 sein. Ich bin Fan von dem Gerät, auch wenn es nicht perfekt ist, aber mit diesen Zubehörteilen wird es halt richtig, richtig gut. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine, kurze Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und kommt doch mal auf den MRTV Discord-Server. Da unterhalten wir uns jeden Tag über die PS VR 2 auch tatsächlich und über alle anderen Headsets. Ja, also macht Spaß. Der Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich, wenn ihr euch für VR interessiert und diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das jetzt mal und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Jo, das war's. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Vergesst den Daumen nach oben nicht und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.